Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert an mein Häuschen? Das sagt die Hexe in dem Märchen Hänsel und Gretel. Und so ein Häuschen haben wir zur Weihnachtszeit in Deutschland, ein Lebkuchenhaus. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über Leckereien zur Weihnachtszeit in Deutschland. Viel Spaß und guten Appetit! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Zur Weihnachtszeit gibt es sehr viele Leckereien in Deutschland. Ich habe ein Jahr in Amerika verbracht und als ich dort war, da meinten meine Gasteltern zu mir, Marco, für dich geht es bei Feiertagen fast immer ums Essen. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass es viele leckere Süßigkeiten gibt an verschiedenen Feiertagen, Weihnachten und an Ostern, zumindest hier in Deutschland. Eine typische deutsche Leckerei, ein typischer deutscher Kuchen ist der Stollen. Ja, der Stollen ist ein länglicher Kuchen, sieht fast aus wie ein Laibbrot und dort sind Rosinen drin. Manchmal ist Marzipan darin, für die Leute, die es mögen, aber es gibt auch Stollen ohne Marzipan. Der Stollen ist mit Puderzucker beschichtet und ich denke, er schmeckt sehr, sehr lecker. Und ein bisschen seltsam für manche Leute ist, dass die Stollen schon sehr früh im Supermarkt erhältlich sind, schon im Oktober oder September oder so in dem Dreh. Und Leute sehen das und denken sich, ach, das ist doch eine Weihnachtsleckerei. Ja, warum ist das jetzt schon im Supermarkt? Ja, aber das ist etwas, was wir sehr gerne essen, wir Deutschen. Und es schmeckt auch sehr, sehr lecker. Dann, sehr typisch für Deutschland, ist auch der Adventskalender. Ja, ein Adventskalender mit Schokolade. Den gibt es überall zu kaufen. Und zwar ist das einfach ein Kalender, ja, und der hat ganz viele Türchen. Und wenn man eine Tür aufmacht, ist ein kleines Schokoladenstückchen darin. Und dieses Schokoladenstückchen hat oft eine Form von einem Tannenbaum, dem Weihnachtsmann oder irgendein anderes Motiv. Jeden Tag, wenn man zur Weihnachtszeit aufsteht, dann steht man auf, man öffnet sein Türchen und dann isst man seine Schokolade. Es gibt auch andere Adventskalender. Also manche Leute basteln selber einen Adventskalender für ihre Verwandten oder Freunde. Und dort sind dann verschiedene kleinere Geschenke enthalten. Das ist ein guter Weg, um Vorfreude zu haben und schon mal kleine Geschenke zu bekommen. Die Wartezeit scheint manchmal sehr lange, bis endlich Bescherung ist am 24. Dezember und deswegen ist ein Adventskalender eine gute Möglichkeit, schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf zu bekommen, indem man entweder ein kleines Schokoladenstückchen jeden Tag bekommt oder ein kleines Geschenk. Eine tolle Süßigkeit, die ich sehr mag, sind Schokoladenkringel. Ja? Und mit diesen Schokoladenkringeln beschmückt man auch seinen Tannenbaum. Ja? Das ist ein Kringel aus Schokolade. Ja? Und man nimmt einen Faden, macht den durch diesen Kringel durch. Man macht einen Knoten oben und dann kann man diesen Schokoladenkringel an den Weihnachtsbaum hängen. Ja, man hängt die Süßigkeit an den Weihnachtsbaum, isst dann diesen Kringel
indem man einfach mit dem Mund an den Weihnachtsbaum geht, den Kringel abbeißt von dem Faden und dann den Kringel isst. In meiner Familie war es immer so, dass man warten musste bis zum 24. Dezember oder bis Heiligabend, ehe man diese Kringel essen durfte. Sobald die Schokoladenkringel dann freigegeben waren, haben wir uns immer sehr gefreut, diese Kringel vom Weihnachtsbaum zu essen. Und schließlich gibt es das Lebkuchenhaus. Das Lebkuchenhaus kann man entweder ganz selber machen oder man kauft sich im Supermarkt den Lebkuchen, baut den zusammen zu einem Haus und beschmückt ihn mit Zuckerguss und der Zuckerguss wirkt auch wie eine Art Kleber und mit dem Zuckerguss klebt man dann Smarties oder Gummibärchen oder andere Süßigkeiten an das Lebkuchenhaus. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, ein Lebkuchenhaus zu bauen und wenn ich ein Lebkuchenhaus baue, dann mache ich immer sehr viele Süßigkeiten auf das Lebkuchenhaus. Ja, ich baue meine Lebkuchenhäuser oft so, dass gar kein Platz mehr ist für mehr Süßigkeiten. Ja, ich mache es immer so, dass überall nur Süßigkeiten sind. Ja, auf dem ganzen Dach des Hauses sind Süßigkeiten und auch auf der Wiese vor dem Haus sind Süßigkeiten, sodass es total die Kalorienbombe wird. Ja, die Kalorienbombe. Also es hat sehr viel Kalorien, es macht dick, aber schmeckt sehr, sehr gut. Es gibt nicht nur Lebkuchenhäuser, sondern auch Lebkuchenherzen. Die kauft man auf dem Weihnachtsmarkt und die schmecken auch sehr, sehr lecker. Jemandem ein Lebkuchenherz zu schenken, ist ein schöner Ausdruck der Wertschätzung oder der Liebe. Das waren die typischen deutschen Leckereien zur Weihnachtszeit. Der Stollen, der Adventskalender mit Schokolade, die Schokoladenkringel, das Lebkuchenhaus und das Lebkuchenherz. Ich hoffe, dies war interessant für dich und vielleicht hast du jetzt Lust auf etwas Süßes, vielleicht hast du jetzt sehr viel Appetit. Iss nicht zu viel, damit dir nicht schlecht wird, aber genieße die Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!